Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Joseko. Wir sind zurück in Tropico, dem neuen DLC New Frontiers Mission 4. Der Mond ist nicht genug. Mission starten wir natürlich auf dem schweren Schwierigkeitsgrad. Die Mission, die würde ich persönlich nicht als schwer einstufen, sondern eher so als leicht bis mittel. Müssen natürlich wieder ein paar Dinge beachten, aber alles in allem sollten wir hier ganz gut durchkommen. So, wir werden am Anfang super zugetextet. Wahlrecht erstmal alle Bürger, wir nehmen den Berufssoldaten, wir nehmen die Energieeffizienz, keine Teilung und wir nehmen Recht auf Privatsphäre sowie das Einheitskassensystem. Check, das hätten wir. Hallöchen, die Quest interessiert uns aber gar nicht. So, wir bekommen nämlich jetzt noch ein paar neue Quests mit dazu. Und die werden uns dann um einiges mehr interessieren. So, jetzt fangen wir aber erstmal an. Hier haben wir nämlich eine Menge zu bauen. Automatisiert. Yep. Kann ich jetzt bauen oder kommt da noch was? Ich vermisse nämlich noch die ein oder andere Quest vielleicht. So, einmal und zweimal. Das hätten wir. Dann nehmen wir hier noch eine Straße dazwischen. So, und so. Dann kommt hierhin noch eine Schmuckfabrik, die wollten wir noch hier haben. So, jetzt bin ich auch langsam wieder... Ja, das können wir gleich machen. Das... Okay, wir reden ungestört. Hier ist vieles komisch, ja. Und dann taucht dieses Ding auf. Einmal und zweimal. Nickel auch. So, ihr merkt schon, worauf das Ganze hinausläuft. Wir werden hier wieder sehr viel aufbauen, um an Geld zu kommen. Allerdings ist es in dieser Mission doch um einiges leichter, an Geld zu kommen. Da werden wir dann auch gleich mit den ersten Aufgaben, sobald wir die dann erledigt haben, ja, hinkommen. Wir werden hier schon mal noch einen Fusionsreaktor bauen. Einfach nur, dass wir mal ein bisschen mehr Strom haben. Das ist ein super cooles Gebäude. Da passt er hin. Und dann ist auch das für uns erstmal erledigt. So, das hätten wir. Weiter geht's, indem wir uns um die nächsten Gebäude kümmern. Das einmal hier oben, da wo wir eh das Kraftwerk schon haben. Hier werden wir jetzt die nächsten Kraftwerke bauen. So, das heißt einmal, zweimal und dann hier dreimal, vier. Da haben wir alle. So, dann machen wir das Ganze allerdings hier mit einem Tunnel durch den Berg, damit wir den Weg ein bisschen sparen können. Ja, so sieht das doch hübsch aus. Ja, der ist zu dicht dran. Ja, so passt es. Okay, wunderbar. Haben wir es doch noch hingekriegt. Sehr schön. So, hier eine Straße lang. Ich möchte nicht so viel von den Bäumen da wegnehmen. So, die können wir aber auch direkt mal ändern. Und zwar werden wir hier mal beide Upgrades draufpacken. So, hier geht's weiter. Jetzt machen wir hier noch die Querstraße dran. Einmal so und so. Und hier rüber. So, hier eine Linie durch. Ich meine, das wären vier. Das können wir schon mal annehmen. Da kümmern wir uns aber erst später drum. Jetzt haben wir da keine Zeit für, denn jetzt heißt es hier erstmal die Stahlwerke bauen. Manchmal mache ich mir Gedanken. Auch das nehmen wir an. Bekleidung wollen wir wirklich herstellen. Das können wir sogar sofort starten. Wir brauchen nämlich nur die Modefabrik. Und die setzen wir hier unten direkt daneben. Mache ich auf Schnellbau, dann ist das schon mal erledigt. So, hier geht es weiter. Und zwar brauchen wir jetzt hier noch die nächsten Fabriken. Wie zum Beispiel die Fahrzeugfabrik. Die setze ich so hin. Und daneben noch die Waffenfabrik. So, das wäre auch erledigt. Dann geht es weiter mit einem neuen Gebäude, was wir bisher noch nicht verwendet haben. Und zwar die Gruppe von Kapselhäusern. Sehr gut, wenn man sehr viele Leute unterbringen muss. Die können wir übereinander stapeln. Und dann haben wir da sehr schnell sehr viele Leute drin. So, weiter geht's. Wir brauchen als allererstes mal eine Straße, die hier auf die andere Seite führt. So, das reicht so. Nur, dass wir erst, obwohl, komm, wir können sie auch direkt ganz aufbauen. So. Jetzt geht's weiter. Wir brauchen noch ein paar Bürokulturen. Und zwar mit Gummi. Einmal. Zweimal. Dreimal. Das können wir annehmen.
Da habe ich irgendwie was weggeklickt mal wieder. Das gucken wir mal schnell. Was machen wir denn? Auf keinen Fall totale Überwachung. Wir nehmen die U-Bahn-Station. Die kommen uns nämlich sogar noch entgegen. Jetzt müssen wir uns aber mal ganz schnell noch um andere Sachen kümmern. Und zwar brauchen wir einmal hier das Zollamt. Das können wir hier vorne hinsetzen. Hier ist nämlich gerade Platz. Die wollen wir direkt mal alle erweitern. Und auch so. Und jetzt kommen als letztes, was wir nochmal bauen müssen, die Botschaften. So, und wenn wir das dann alles soweit haben. 1, 2, 3, 4, 5. Hatten wir schon einladen? Ja, Russland. Wir machen die eine mal schnell. Laden Russland ein, loben Russland und dann ist das durch. Schwarzgeld, ganz wichtig. Hier nehmen wir als allererstes das Schwarzgeld. Dann machen wir weiter. Wir retten mal ein paar Leute. Und zwar hier viele, weil wir ganz dringend Einwohner brauchen. Und jetzt kümmern wir uns darum, dass wir mit dem Mittleren Osten handeln. Wir wollten Export haben, okay. Kriegen wir hin. So, das bedeutet erstmal Boote, 32.000 an Russland. Dann haben wir Gold, das kriegen wir nicht raus. Mittlerer Osten, du willst Gummi haben, dann machen wir mal wenig. Einfach nur, damit das schnellstmöglich abgeschlossen wird. Und ansonsten hätten wir hier noch Schmuck an die EU. Nehmen wir auch mal ganz viele. Plastik haben wir, glaube ich, nachher übrig, aber jetzt noch nicht. Dann lassen wir es erstmal so, wie es ist. Arbeitsmarktpolitik erforschen. Kein Problem. Erforschen können wir das ganze Ding nämlich. Forschung. Und zwar haben wir das... Warte mal, vertue ich mich gerade? Nee, da ist sie. So. Müsste erledigt sein, weil da stand ja nur, dass wir es erforschen sollen. Wir brauchen als nächstes auf jeden Fall noch das Gefängnis. So, ihr merkt schon langsam, wir gehen mit dem Geld ein bisschen runter. Das können wir trotzdem noch schnell bauen und dann das Verhörzimmer hinterher. Und damit könnten wir dann gleich diesen Spion bekommen. Nicht jede Nation ist mit Tropico befreundet. Das machen wir nicht. China wollen wir in Ruhe lassen. Nicht nur ein Wort, Präsident. Jetzt müssen wir das noch zur Frührente. Machen wir schnell. Kein Problem. Frührente. Check. Sie handeln ja mit Urteilsvermögen. Ich nehme das Geld. Dann gehen wir nochmal in die Verfassungen, bevor ich das jetzt vergesse. Forschung erst. Forschung. Mitarbeiter des Monats. Ihr wisst, wie gerne ich das mag. Und damit das mit der Forschung generell mal ein bisschen schneller geht, hole ich mir noch eben das Forschungslabor dazu. Das werden wir nämlich später eh brauchen. Dann können wir das auch jetzt schon bauen. Elektronik herstellen. Gleichheit. Machen wir. So. Jetzt müssen wir nur kurz gucken, nicht, dass ich zu schnell bin. Weil ein bisschen Geld brauchen wir. Wir werden aber auf jeden Fall hier die Gebäude... Ich ziehe das jetzt einfach knallhart durch, wisst ihr? So, einmal. Du kommst dahin. Warte mal, wir brauchen zwei, sonst geht das nicht auf. Können wir eigentlich beide nebeneinander setzen und sollten die leer sein, können wir nach oben dran gehen. Das ist schon okay so. Hier mal noch eine kleine Straße. Dann das Elektronik und Plastik. Die beiden Fabriken werden wir hier noch als letztes bauen. Das ist einmal hier Elektronik. Die setzen wir mal so hin, in der Hoffnung, dass wir dann das Plastik noch dazwischen bekommen. Das ist hier die Plastikfabrik. So. Das reicht. Jetzt haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viele Baustellen. Hier unten ist das Büro für den Transport. Einmal hochsetzen und neue Arbeiter dazu. Check, nehmen wir an. Und Elektronikherstellung haben wir ja auch schon gesagt. Das ist doch schön. Neuer Plan, keine Pläne mehr. Das höre ich gerne. Jetzt bauen wir eine Klinik. Wie gesagt, wir wollen nicht die totale Überwachung haben. So, die Klinik können wir einfach mal irgendwo hinsetzen. Hier ist Platz. Da würde ich sagen, macht sich das gut. Und wir nehmen hier auch wieder das Geld. Damit sind die Religiösen erledigt. Also jetzt im positiven Sinne, ne? Die Aufgabe ist abgeschlossen. Klinik bauen, das hatten wir ja schon angekündigt. Und da sagen wir mal, ja, komm, schneller bauen. Und ich nehme wieder das Geld. Weil wir müssen hochkommen, damit die Banken unsere Zinsen generieren, die wir ja brauchen.
Und wir schauen mal, ob wir zufälligerweise schon denjenigen haben, den wir suchen. Da ist der Spion. Festnehmen. Damit ist die Quest dann gleich erledigt und es geht für uns schon weiter. So schnell kann es gehen. Also die Raumstation interessiert uns aktuell überhaupt nicht. Die werden wir ganz zum Schluss erst machen, wenn wir alles andere soweit erledigt haben. Daher konzentrieren wir uns jetzt erstmal nur auf die unteren Aufgaben. So, wie sieht es hier oben aus? Okay, da ist ja schon die ersten Sachen passiert. So, wir nehmen Import, ist das, Elektronik. Und dann werden wir aus Russland Elektronik für minus 60% importieren. Und zwar Maximum. Check. Yeah. So, das ist erledigt. Bekleidung an die USA. Maximum verkaufen. So, Elektronik an die EU. Maximum verkaufen. So, das heißt, wir kaufen das von den... Ja, alles gut. Wir kaufen das also von Russland an und verkaufen es direkt nochmal teurer an die EU. So, das sind jetzt ein paar Quests, die hier reinkommen. Okay, auch die haben wir. Und dann gucken wir mal, was sagt denn unser Strom? Der müsste doch eigentlich ein Plus sein. Setzen wir mal eins höher. Wir können ja hier noch Arbeitsqualität erhöhen. Das ist immer ganz nett. Können wir auch hier mal eben machen. Der Laser 5000, Effizienz erhöhen, 30 mehr Strom, auch kein Problem. Und hier haben wir auch noch mal irgendwas. Oh, wir sind im Minus. Upsi. Ja, ins Minus zu kommen ist immer doof. Aber das geht an dieser Stelle. Baut zwei Stellen ab, perfekt. Und verbessert den Ruf bei den Ökos auch perfekt. Und jetzt geht es erstmal weiter. So. Hier heißt es auf jeden Fall trotzdem jetzt für uns noch mal ein bisschen warten. Wobei wir die U-Bahn-Stationen ja noch haben. Die sind, glaube ich, sehr günstig sogar. Was mich eigentlich wundert, weil ich dachte immer, so eine U-Bahn sollte eigentlich sehr teuer sein im Bau. Aber in dem Spiel ist es nicht so. Dafür brauchen wir aber zwei Stück. Habt hier noch eine hin. Sobald wir dann gleich das nächste Schiff da hatten. Komm, Schiff. Wir haben genug Geld, keine Sorge. Sehr gut, sehr gut. Yep, sehr gut, genau. So sehe ich das auch. Jetzt müssen nur noch die Sachen hier gebaut werden. Wir warten noch einen Augenblick, dass wir mal wieder so auf die 100.000 kommen. Das dauert auch nicht lange, macht euch da keine Sorgen. Da sind schon wieder 40.000 drin. Können wir auch mal hochsetzen, dass das ein bisschen schneller geht mit den Schiffen hier. Ist der Knaller auf den benachbarten Inseln der Republik Obresser. Bauern sagen, wir lieben es, jedes Jahr für Saatgut zu zahlen. So. Wieder mal 63.000 mit einem Schiff, das ist doch schön. So, das Forschungslabor, das ist ja hier die nächste Aufgabe, da arbeiten wir schon dran. Wir werden uns aber um diese antiken Ruinen zuerst kümmern. Nur trotzdem, ich möchte jetzt so um die 100.000 erstmal wieder auf dem Konto haben, damit die Banken halt arbeiten. Machen wir hier, lassen wir frei. Diesmal sage ich nicht mal, dass ich irgendwie wen lobe oder sowas. Wir sind bei 68%, also völlig fein. Da wird jetzt nichts mehr passieren. Nächstes Schiff. Beim letzten Schiff waren wir im Minus. Ja, hatten schon mal ein besseres. Aber alles gut. So, wir gehen auf Politik. Da könnten wir nach Geld betteln. Das tun wir auch, um Geld bitteln und einmal loben, damit die direkt wieder oben sind. Dann können wir den Mittleren Osten nämlich nochmal loben. Das geht gerade gar nicht. Hatten wir das? Wann habe ich denn die gelobt? Oh, merkwürdig. Nächstes Schiff kommt. Und nochmal 48.000. Also ihr merkt, wir haben jetzt schon den Punkt erreicht, wo wir uns um Geld nicht mehr viel Gedanken machen müssen, weil es nach oben geht und wir müssen trotzdem noch warten, so ein kleines bisschen zumindest. Es ist auch noch nicht, warte mal, da ist alles gebaut. Ich glaube, es ist alles gebaut, ne? Ja, nee, da unten wird noch was gebaut und die U-Bahn fehlen ja auch noch, genau. Und wenn die gebaut sind, sollten wir eigentlich soweit sein, dass wir
die 100.000 auch überschritten haben und uns um die nächsten Sachen kümmern können. Hm. Ja. Und? Wunderbar. Wie sieht es arbeitstechnisch aus? Haben wir genügend Arbeiter? Ja, 28. Das ist noch in Ordnung, dass die fehlen. Muss ich mir jetzt nicht so einen Kopf drum machen. Wir müssen noch was vom Broker erledigen. Dann gucken wir mal. Dieser Angebote Sie an? Sie ja, sind alle bei den USA wäre eigentlich ganz nett, aber machen wir lieber mal noch nicht. So, jetzt gehe ich aber schon mal hier rüber. Möchte dann den Hafen bauen, die Anlegestelle. Ja. Dann bauen wir bei den Touristen die antike Ruine. Die geht dann hier oben drauf. Dann brauchen wir einen Golfplatz. Das dürfte Luxusunterhaltung sein. Ja, der kostet allerdings ein bisschen mehr. 12.000. Setzen wir mal direkt daneben. Ich nehme das Geld. Und nee, freie Wahlen gestatten. Wir nehmen noch eine Cocktailbar daneben. So, das dauert einen Augenblick. Die Zeit nutzen wir wieder, dass wir Geld reinbekommen. Wir haben nämlich noch sehr viele teure Sachen vor uns. Und jetzt müssten wir aber bald anfangen, Elektronik herzustellen. Dafür Plastik. Plastik wird hier nebenhergestellt. Und da können wir mal gucken, was wir machen können. Senkt die Umweltverschmutzung. Unterhaltskosten erhöhen sich, wollen wir nicht. Gebäude erhält zusätzlich Lager. Ja, natürlich, natürlich. So, können wir hier noch irgendwas verbessern? Erhöht die Produktion um 50%, das Gebäude benötigt mehr Strom. Das machen wir aus Gründen nicht. So, zu den Gründen kommen wir dann im weiteren Spielverlauf. Was wir aber erstmal machen können, ist hier die nächsten einlagern. Dann loben wir die natürlich auch direkt, wenn wir das schon machen. Die USA auch loben. Dann hier noch den Mittleren Osten, den können wir auch mal loben. Und als letztes die EU, die wir auch mal loben. Und dann sagen wir aber, ihr müsst bezahlen. Die EU zahlt gerne, das habe ich inzwischen mitbekommen. Dann ist das hier auf jeden Fall erledigt. So, hier hinten wird jetzt langsam gebaut. Wir können jetzt alle drei Gebäude auch fertigstellen. Von daher ist auch diese Quest so gut wie abgeschlossen für uns. So. Wir müssen noch was für den Broker erledigen. Ja, was hast denn du da Schönes? Verbünden sich? Nee, das kann ich leider nicht machen. Gib mir mal eine neue Quest. Irgendeine coole. Alles völlig legal. Besitzen Sie einen Golfplatz in der Nähe der antiken Ruine? Da arbeiten wir dran. Das könnten wir schon mal machen. Da brauchen wir noch einen Radiosender. Der muss einen anderen Modus haben. Das können wir mal eben machen. Dafür müssen wir den erforschen. Und der war, glaube ich, hier, ne? Das können wir schon mal erforschen. Fernsehstation müssen wir erforschen. Wo ist denn jetzt der Radiosender? Da. So, dann können wir den Radiosender schon mal einstellen. Den haben wir nämlich hier schon. Und der bekommt den Arbeitsmodus. Oh, welcher war das? Muss ich jetzt nachgucken? Bleib so, wie du bist, war das. So, dann läuft das nämlich. Dauert einen Augenblick, 6 Monate. Heißt aber auch gleichzeitig wieder, das sind 1,5 Schiffe. Also kriegen wir wieder Geld in der Zeit, wo wir hier warten. Und die andere Quest sind wir ja nebenbei eben noch am erledigen. Der Broker meldet sich zu Wort. Bekleidung exportieren. Wunderbar, die produzieren wir ja schon. Da sehen wir unten. 4 von 6 Monaten haben wir den Radiosender schon. Das dürfte also gleich auch dann erledigt sein. Erledigt. Wir setzen das zurück auf offener Geist. So, dann haben wir hier oben die andere Aufgabe erledigt. Wir hatten ja jetzt hier die Gebäude gebaut. Die sind ja für eine Quest wichtig gewesen hier oben. Was für uns bedeutet, wir reißen jetzt dieses Gebäude ab. Und wir bekommen Geld. So, wir haben Geld bekommen. Wunderbar. Dann haben wir Fernsehstation. Die müssen wir noch bauen. Die befindet sich hier. Hat Gründe. Dann die Fernsehstation. Da ist er.
Die bauen wir mal hier neben. Können wir wieder warten ein bisschen? Wir haben nämlich gerade ja, Geld im Aufschwung. Muss ich jetzt ja nicht mit offenen Händen rausschmeißen. Denn es wird noch der Moment kommen, wo wir dringend ganz viel Geld brauchen. Von daher wäre das gut, wenn wir das mal langsam hätten. So, hier wechseln wir auf Kirche bildet oder so in der Art. Und da wechseln wir jetzt auf Gold von gestern. Haben Sie noch einen Platz in unserem Leben? Ich bin der Broker. Während Sie hier ich dachte, der Broker hätte vielleicht für uns mal noch ein nettes Angebot. So, auf jeden Fall, der Arbeitsmodus läuft. Ach ja, wir sind ja beim Broker eh dran. Der ist mit der Bekleidung, läuft ja noch. Damit ist die Aufgabe vom Broker abgeschlossen. So. Energieknappheit, ja, das wird sich ändern. Ich verspreche euch das. So, aber erstmal müssen wir hier noch den Arbeitsmodus ein bisschen halten. 754 zu 1. Und wir kriegen Universitäten erforschen. Warum auch immer. Ich nehme das jetzt einfach mal mit. Damit ist der erste Punkt hier komplett erledigt. Der Broker wird noch einmal Kleidung liefern, dann ist der auch draußen. Genau, das sind die beiden abgeschlossen. Ah. Es geht also weiter. Wir müssen nur noch hier ein bisschen Kleidung loswerden. Hier 57.000 kriegen wir mit dem Schiff. Also, das lohnt sich, würde ich sagen. Und war es genug? Ja. Quest ein paar abgeschlossen. Neue Möbel-Importroute nehmen wir. Boah, ist egal. Wir erforschen einfach die Bank. Bekleidung, dafür kriegen wir Geld. Was wäre, wenn? Okay, das hätten wir. Hallo. Haben wir automatisch erledigt, weil wir Radiosender haben. Also bekommen wir Immigranten mit Universitätsausbildung. Also die Quest ist auch schon direkt draußen. Jetzt müssen wir Penultimo festnehmen. Kein Problem, Almanach. Besondere Bürger, Tropicano. Tropicano, Tropicana. Penultimo einmal festnehmen. Und dann läuft auch die Quest durch. Und wir hatten, das dürfen wir jetzt nicht vergessen, wir können Möbel einkaufen für minus 60%. Also, Vertrag unterzeichnen, 50.000, machen wir. Autos an China können wir verkaufen. Check. Und dann hätten wir vielleicht Schmuck an den Mittleren Osten noch. Ich bin mir nicht sicher. Verkaufen wir Schmuck schon? Ja, an Europa. Fehlt mir da eins? Nee, wir handeln mit allen. Müssen uns also gerade keine Gedanken machen. So, aber worüber wir uns Gedanken machen sollten, ist, ob wir den Ruf vielleicht zu tief haben. So. Amis loben. So, alle sind glücklich. So. Wir nehmen zwei Fusionsreaktoren kostenlos. Sie haben meinen Berechnungen zufolge mindestens. Und mal ein bisschen Ruf. So. Warum wir Fusionsreaktoren nehmen? Deswegen. So, wir müssen nämlich jetzt 5000 Energie zu viel haben. Nicht weiter zusammen, wenn ihr ihn im Supermarkt seht. Das stört ihn beim Einkaufen. So. Machen wir mal. Einmal, der war ja kostenfrei. Zweimal, der war ja kostenfrei. Und dann bauen wir hier irgendwo noch einen dritten hin. Einen dritten. Komm, ich will hier noch einen vierten irgendwo hinkriegen. Ja, vier. So, lassen wir die viermal bauen. Denn einer von den Reaktoren, das können wir hier ganz gut sehen, produziert 900 Megawatt. Und 5000 brauchen wir. Das heißt, wir haben ja jetzt schon, sind wir bei 3600. Wir können aber nochmal hier Strom draufsetzen. Und wir können dann hier auch nochmal ein bisschen was aufbauen. Das machen wir schon mal für alle. Geht auch, wenn die Sachen noch im Bau sind. Die Umwelt ist ein wichtiges Thema. Windturbine machen wir. Wie gesagt, wir wollen nicht die anderen Sachen erledigen. Deswegen kopieren wir lieber die hier nochmal und setzen die daneben.
Und jetzt lassen wir erstmal wieder bauen, weil wir brauchen noch eine Menge Geld. Wir reißen die nachher übrigens wieder ab, wenn wir die 5000 Strom haben, zumindest ein paar davon. Weil das ist, sind wir mal ehrlich, viel zu teuer alles. So. Jetzt warten wir darauf, dass wir wieder ein bisschen Geld verdienen. Schiff kommt. Gut, geht schon wieder hoch, sehr schön. Jetzt müssen wir hier halt mal eben abwarten. Da ist noch eine Quest offen. Macht, wenn sie nicht genutzt wird. Ja, die verwerfen wir mal. Was ist das? Ach ja. Da ist der Broker wieder aufgetaucht. Nein, ich werfe Russland doch nicht aus der Botschaft. Was hast denn du zu dir genommen, Kollege? So. Jetzt sind wir bei 1100, also noch nicht so weit oben. Wir stellen aber mal die Leute ein. Was hat er damit gemeint? Weiß ich nicht, was er gemeint hat. Ja. 1500. Ein Drittel haben wir also. Ja, auch hier Leute einstellen. Mach fertig. Los. Baue das Gebäude. Ich will da jetzt kein Geld für ausgeben. Und auch hier nochmal Leute einstellen. Mit dem nächsten Schiff sollte das Problem dann gelöst sein. Ihr seht schon, ausgebaut ist alles, weil man das ja auch ausbauen kann, während die noch im Bau sind. Und jetzt warten wir noch einen Augenblick, bis die Arbeiter hier drin sind. Wobei, reicht das so vielleicht schon? Ja, 4-7 sind wir. Fertig, hat gereicht. Hier setzen wir alles runter, sogar aufs Minimum. So. Und jetzt könnten wir theoretisch mal einfach hingehen und wir reißen zwei davon wieder ab. Jetzt habe ich irgendwas weggeklickt gerade. Ah ja, hier. Wir bekommen Tropifarmen kostenfrei. Meinetwegen. Sie haben die Erde zur höchsten. Ich nehme mal den Ruf, weil wir nicht mehr ganz so gut dastehen. So. Und jetzt können wir uns darum kümmern, dass wir den Raumhafen langsam aber sicher aufbauen. Denn. Warte mal. Ah, okay. Denn das ist jetzt die nächste Aufgabe, die wir haben. Und zwar den Raumhafenkomplex. Den können wir hier oben gut hinbauen. Dafür ist hier Platz. So. Dann machen wir hier natürlich die Straßenverbindung dran. Ich würde das gerne hier so und dann mit einer langen Geraden, glaube ich, ist das am hübschesten. Dann werden wir hier noch eine U-Bahn-Station direkt hinbauen. Sicher, aber du oder typische Vorboten der Robokalypse. Kanal Unos Reporter liefern die Antworten in Kürze. Okay. So, Schiffe bringen auch gut Geld. Der wird natürlich jetzt gleich gebaut. Ich möchte aber nicht so viel Geld ausgeben, weil es kann halt immer noch mal eng werden. Jetzt gleich, weil wir ja noch die ganzen zusätzlichen Gebäude bauen müssen. Milchsystem können wir machen. Dann sind die ein bisschen glücklicher. Wo war denn das? Das schaffen wir. Ich werde meine Rede halten. Und zwar möchte ich die Gesundheitsversorgung anprangern. Die Schwachen da unten loben, keine Supermacht beschuldigen und ich werde euch auch gar nichts versprechen. So. Meine Freunde, ja, nix, meine Freunde. Für die keine Entbehrung so. Wahre Bürger Tropicos. Eure Leiden sollen dann gehen wir nochmal ganz schnell in die Forschung rein, würde ich sagen, und werden mal die Audienzen erforschen. Achso, warte mal. Gesundheitssystem ist das. Da hinten. Bald jedoch sollt ihr die Namen all Check. Annehmen. Danke für Ihre Hilfe, Präsident. Gerne. So, das haben wir. Dann werden wir jetzt die Audienz. Oh, das habe ich gar nicht gestartet. Erlassen wir mal. Dann jetzt hier. Das, bitteschön. Manchmal mache ich mir Gedanken über Drachenfliegen. Gute alten Zeiten. Ablehnen. Geht leider nicht anders. Das ändern wir aber. Luxus, Drachenfliegen, K
Kaufen, bauen. Sofortbau. Gute alte Zeit, das wäre eine Verordnung. Religiösen. Nicht Forschung, eine Verordnung. Oder müssen wir das erst erforschen? Das kann ich. Aber müssen wir erst erforschen. Kriegen wir hin. Da ist es. Verordnung erlassen. Check. Check. 65% Zufriedenheit. So lobe ich mir das. Das wäre also erledigt. Nächster Schritt. Wir wollen mal kurz hier rüber gehen und Militär ist das. Die erstmal alle freischalten. Ja. Da merkt er schon, das geht dann ein bisschen zumindest ins Geld. Jetzt nicht sonderlich viel. Und dahin. Soweit, so gut. Das wäre erledigt. Macht, wenn sie nicht genutzt. Können wir mal annehmen. Steuersenkung finden die meisten nämlich ganz cool. Erlassen. 79% Zustimmung. So, dann könnten wir das vielleicht doch sofort bauen. Nee, wollen wir nicht. Wir werden erstmal... Ich muss warten, bis das gebaut ist. Ich kann das noch nicht eintragen, was wir haben wollen. Aber da kommen ja unsere Bauarbeiter schon. Ja. Ach, die sind hier hingekommen. Die wollten das ja noch gar nicht bauen. Hey. Ah, da oben. Okay, okay. Es wird gebaut. Es wird gebaut. So viele habe ich ja auch nicht. Ne? Ich hoffe jetzt mal nur, dass die dann direkt rüber zum nächsten gehen. Und nicht erstmal wieder Feierabend haben eine Weile. Also Eisen produzieren wir, Planken produzieren wir. Da sind wir auf einem guten Weg. Das bedeutet, ich warte trotzdem darauf, dass wir erstmal alle Gebäude fertiggestellt haben. Oh, dann ist das auch abgeschlossen. Oh, eine Forderung ist durch. Ich nehme den Ruf. Wir sind bei 83% Zustimmung. Nein, freie Wahlen. Da muss gar nichts mehr bestochen werden. Oh. Nur 5%, die mich nicht leiden können. Das sind die 5%, die ich gleich nach oben schicke. So ein Ding wird das nämlich. Oh. Gut, dann wären wir soweit. Wir gehen in die Übersicht. Dann brauchen wir eine Crewkabine. Wir sollen ja 100 Leute hochschicken insgesamt. Das heißt, wir werden auf jeden Fall die hier brauchen. Ach Mensch, lass das. So, nochmal. Crewkabine, die für die 100 Leute. Check. Dann Frachtraum müssen wir insgesamt 300 Tonnen mitnehmen. Das heißt, wir brauchen dementsprechend 1, 2, 3 Frachträume. Weil jedes Mal plus 100 Tonnen. 300 Tonnen sollen wir transportieren. Rostiger alter Treibstofftank. Reicht mir einer. Und wir verlassen uns auf den Nuklearantrieb, damit der auch die 300 Tonnen transportieren kann. Weil 200 Tonnen wäre zu wenig. Dafür ist die Raumkapsel zu groß. Gut, das bedeutet, jetzt geht es darum, dass wir hier die Materialien angeliefert bekommen für die Fracht. Das ist Gummi und Eisen. Deswegen, das nehmen wir mal an. Du wolltest was? Erlasse Datenpolitik, keine Zeit für. So, deswegen haben wir hier auch diesmal ein paar mehr gebaut. Die können wir auch mal alle hochpushen. Effizienz steigern. Das ist schon okay so. Jetzt müssen dann halt nur noch die Waren rüber getransportiert werden. Denke aber, das müsste recht schnell machbar sein. Dann gucken wir mal, wie lange das jetzt dauert. Genau, dann können wir in der Zwischenzeit noch eine Möbelfabrik bauen. Die brauchen wir nämlich auch. Weil wir in den Weltraum Möbel schicken wollen. So, also Möbelfabrik, irgendwo hin, wo wir Planken produzieren. Zum Beispiel hier unten. Dann kommt die einmal hier hin. Du bist gut dabei, dann können wir dich mal upgraden. Alles hier rein. Und dann machen wir da mal noch eine zweite dazu, würde ich sagen. Einfach nur, damit das ein bisschen schneller geht. Das können wir auch mal schnell bauen. Wir haben jetzt 300.000 auf dem Konto. Da ist alles in Ordnung. Vielleicht nochmal hier zwei, drei Stück dazusetzen. Hier oben ist ja Platz. Einfach nur, damit die hinterherkommen. Wir haben jetzt wieder sehr viele Gebäude hier auch gebaut. Da schadet das jetzt nicht. Letztes Schiff hat 100.000 gebracht. Wir können uns also glücklich schätzen. Hier sehen wir schon Möbel und Konserven, die wir brauchen, um dann unsere Rakete zu bestücken. So, dass wenn was passiert, Uran ist immer gut.
Und da auch überall die Gehälter aufs Maximum setzen, dass die dann auch ordentlich reinknüppeln, wenn sie mal arbeiten. So, ihr auch. Und ihr auch. Nun gut. Schon mal schön, dass wir das alles soweit gemacht haben. Achso, Datenpolitik sollten wir noch erlassen, ne? Können wir mal kurz gucken. Müssen wir das erst erforschen oder wie verhält sich das? Ja, ist eine Forschung in der Moderne und das wäre dann... Ich bin gerade garantiert nur wieder zu blöde. Da, ach ja, bin mit der Maus schon fast drüber. Sie interessieren sich für die Zukunft. Ja, ich interessiere mich für einen Yachtclub. Wisst ihr das? Die Rebellen haben langsam keine Lust. Ja, gibt keine Rebellen. Wunderbar. Freund der Erde, Präsidente. Ja, schon so ein bisschen. Yachtclub ist Luxusunterhaltung, wenn ich mich nicht vertue. Genau, da ist er. Wählt euch ein und surft auf einer gewaltigen Pop-Up-Welle durch die Homepage von Kanal Uno. Der Stimme Möbel produzieren wir ja jetzt bald. Wie weit sind wir eigentlich jetzt in der Übersicht? Also, wir haben den Frachtraum gebaut, die Crewkabine sind wir noch bei, Raketenantrieb sind wir auch noch bei, Boarding hat natürlich noch nicht begonnen. Da müssen wir mal kurz gucken. Wir haben gerade mal 100 Vorräte drauf von 300. Da muss noch was gebaut werden. Aber sie arbeiten. Immerhin. Hier wird gearbeitet. Jetzt auch wieder nicht mehr. Toll, wofür sage ich das? Sieh zu. Da ist eine Quest abgeschlossen. Ich nehme mal den Ruf. Die Aktien sind Optionen, die Optionen sind Aktien und alle Auktionen gestoppt. So, wo bauen wir die nochmal? Hier unten, ne? Ja, Gummi und Eisen. Also, wenn die Arbeiter hier wären... Alles in diesem gewaltigen Fahrplatz ist groß wie zwei Fußballfelder, aber... Da müssen wir mal gucken. So. Da ist der nächste auf jeden Fall abgeschlossen. Da kommen ja noch ein paar Frachträume mehr. Einer müsste noch fehlen, glaube ich. Genau. Jetzt haben wir hier schon mal zwei Stück. Und wir brauchen wieder Eisen hier hinten. Müssten wir aber genügend produzieren. Das Eisen ist auch gar nicht so weit weg. Das ist nämlich hier vorne. Können wir auch mal hochgehen. Ah, Effizienz können wir auch nochmal steigern. Umwelt wird ein bisschen versaut, aber mein Gott. Stört mich nicht. Ich glaube, dass ein Raketenstart alles in allem viel schlimmer ist, als das, was wir da in den Eisenminen gerade rausbuddeln. Könnte reichen. Natürlich machen die jetzt erstmal wieder Pause. Warum auch nicht? Saft exportieren. Ich glaube sogar, dass wir Saft produzieren. So, aber ich warte darauf, dass die Arbeiter hier mal weiterarbeiten. Das mit den Raketen, das ist noch echt so ein Ding für sich, muss ich sagen. Komm schon, Leute, bitte arbeitet mal mehr. So. Wo sind denn die alle wieder? Auf dem Weg zur Gruppe von Kap... Oh, ja, okay, die... Da hinten sind die alle. Ah, einer ist da. Einer baut die Kapsel alleine. Habe ich da Glück? Ja, macht er das alleine? Ich weiß auch nicht, warum die nicht mit der U-Bahn fahren. So, die laufen jetzt die ganze Brücke entlang, obwohl hier vorne eine U-Bahn-Station ist. Da ist eine. Die hätten sie nehmen können bis hierhin. Aber nein, wollen sie nicht. Meinetwegen. Feuerwache bauen. Check. Jeder Saft wurde auch produziert. Die Feuerwache bauen wir hier mal neben direkt. Die Existenz von Erderwärmung, Klimawandel und Sie haben meinen Berechnungen zufolge mindestens 8 der 10 Kriterien verbessert, die ich auf diese Serviette gekritzelt hatte. Dann wüsste ich gerne, was die 2 sind, die ich nicht verbessert habe. So, guck mal, wie viel Geld wir haben. Warte mal, haben wir nicht alles fertig? Zusätzliche Fracht geladen? 200 Tonnen. Ne, da fehlt noch was. Aber fehlt denn da noch ein ganzes Gebäude? Ja, ah, okay. Es sind wieder keine Arbeiter da. Was macht ihr da unten?
Ja, ihr sollt arbeiten, Leute. Wieder so kurz vor fertig, ne? Hätte ich das Geld früher gehabt, dann hätte ich ja die Raumstation auch schon früher angefangen. Zumindest ein Teil davon. Aber ich hatte ja das... Ja, ich musste halt immer ein bisschen Geld so zur Seite legen. So viel früher hätte ich das jetzt nicht machen können. Ja, alles ist voll. Nur die Arbeiter wieder nicht da. Oh, ist... Leute, bitte, kommt mal zur Arbeit. Da tingeln die alle hier wieder 2 Jahre rum. Auf dem Weg zum Frachtraummontage, ja endlich. Warum fährst du nicht mit der U-Bahn? Die Welt ist Mensch, Mensch, Mensch. Von einem Tag die Mehrheit vor dem Einzelnen. Ja. Hey, Präsidente. Sie wissen, ich weiß gar nichts. Wir werden eh die nächsten Wahlen nicht mehr machen, wenn es nochmal zu einer kommt. Oh, Leute, bitte, sieh zu, schneller. Vielleicht sollte ich, pass mal auf, weil das so groß ist, ich werde jetzt hier noch was anderes machen. Und zwar Autos für alle werde ich jetzt noch erforschen. Das finden zwar die Leute teilweise nicht so lustig, aber ich finde das gut. Was ist das in der Moderne erst? Jetzt habe ich immer wieder so Ideen, ne? Und dann weiß ich nicht, wo die Sachen sind. Nehmen wir auch nicht. Ach, da. Meinetwegen, ja. Da, wo man zuletzt guckt, ne? Yep. Wir haben genug Geld, also können die auch alle mit dem Auto fahren, meinetwegen. So, haben wir es jetzt fertig? Weil, sind ja alle da, ne? 300 Tonnen, alles ist da. Wir können also jetzt mit dem Boarding beginnen, würde ich sagen. Treibstoff haben wir genug, Boarding, 100 Leute wollen wir haben. Crewboarding beginnen. Tun wir das. So, schauen wir mal, wie lange das jetzt noch dauert. Die dürften doch eigentlich jetzt alle mit dem Auto fahren, oder? Auf dem Weg zum Raumschiff 3. Ob die da jemals ankommen? Einer auf dem Weg. Bin ich ja mal gespannt, wie lange die brauchen. Sicherheit ist nicht nur ein Wort, Präsident. Check. Komm, die Quest ist abgeschlossen. Dankeschön. So. Kommt der nächste. 3 Leute erst da und erst 2 auf dem Weg. Ja. 5 auf dem Weg. Gut, langsam aber sicher kommen da welche. Wir werden mal noch ein paar Leute, weil wir die ja jetzt hochschicken, werden wir noch ein paar Leute retten. Ich würde das gerne irgendwie so als Anzeige irgendwie haben. Das werde ich auch nochmal ansprechen. Dass man vielleicht eine Übersicht hat, wie weit gerade der Fortschritt ist. Ohne dass man da immer in das Menü rein muss. Es ist nur einer auf dem Weg. Aber gut, da gibt es eine Möglichkeit. Ja, die machen wir sowieso nicht. Und zwar, es gibt eine Verordnung. In der Moderne, glaube ich. Ne, hier. Zack. Erlass. So, jetzt kommen alle Leute, die eine Berechtigung haben, sofort hierhin. 91 sind auf dem Weg. Dafür, weil wir jetzt ja mehr haben, es waren ja 670 Berechtigte, sind alle, die jetzt nicht mit dürfen, schlecht auf uns zu sprechen. Das muss man sich also gut überlegen, ob man das macht oder nicht. Hat nämlich einen Einfluss auf die nächste Wahl. Jetzt warte ich aber darauf, dass wir die letzten Leute mal hier hinkriegen. Sag mal, ihr dürft alle mit dem Auto fahren. Wollt ihr mir jetzt sagen, dass ihr alle zu Fuß unterwegs seid? Ja. Da, guck mal, da laufen sie. Hey, Präsident, ich könnte... Ja, vielleicht, glaube ich, stellen wir sogar her. Jetzt laufen die alle zu Fuß. Den tödlichen Computerwurm, der am Mittwoch angegriffen hatte, gekämpft und gesetzt. Naja, gut. Sie kommen schon an. Nee, ich mach da jetzt nicht mehr mit. Guck mal, da laufen sie lang. So, damit man es auch sieht. Sie kommen alle langsam aber sicher an. Dann laufen sie hier voll cool hoch.
Also, dass sie das so ins Detail animiert haben, ey, mega cool. Da bin sogar ich jemand, der sagt, das sieht gut aus. Richtig geil gemacht. 28 sind da, 72 sind auf dem Weg. Ah, ich hoffe, das sind die letzten. So, weil dann hätten wir gleich die 100. Und dann können wir auf den roten Knopf drücken. Ziel ist übrigens eine Weltraumstation, nicht der Mond. Komm, 28 noch. Da. Da kommt nochmal ein Schwall. Aber das sind keine 28, oder? So, ich mache das mal so. Dann können wir nämlich links die Treppe sehen, hoffentlich. Wenn ich das jetzt aufmache, das Fenster. Ja, dann können wir hier links sehen. Oh, 4 fehlen noch. Und dann kommen da so viele. Ja, okay. Komm, bring mich auf 100. Es fehlen noch 4. Hä? Jetzt fehlen wieder 3. Ja, gib mir mal die letzten 3. Da kommt einer angerannt. Der will doch bestimmt mit. Der rennt auch. Der will bestimmt auch mit. Kommt schon. Kommt an Bord. Alle an Bord, Mann. Danke für Ihre Hilfe, Präsident. Ja, gib mir mal den Ruf. Okay, der hängt da irgendwie so ein bisschen fest. 98. Was ist da los? Hab ich was vergessen? Sechsundneunzig, nicht gut. 97 wieder. 97 wieder. Ich hätte die gerne alle an Bord. Irgendwie wollen sie nicht. Was ist da los? Ja, die 3 stehen da. Ah, da kommen noch so Rentner. 99. Komm, einer noch. Hundert. Ganz schnell drücken. Da muss ich mal gucken, das werde ich auf jeden Fall melden, das scheint irgendwie ein Fehler gewesen zu sein. Ja, hat ja trotzdem funktioniert, von daher ist das erstmal nicht so schlimm. Ich hoffe, das waren jetzt auch wirklich 100 und da ist nicht im letzten Moment, ja, nee, 100 von 100, das passt. Heute feiern wir den Start unseres ersten Kolonieschiffs auf seiner Reise zum Mars. Wenn ihr euch beeindruckend. Ja. Es ist schwer zu begreifen, dass eine vergleichsweise schwache Spezies es so weit gebracht hat. Lasst mich in Ruhe. Könnten Sie einen Kontakt mit das will ich mir gar nicht länger anhören. Ich, guten Morgen, Präsidente. Der Geruch von Rache und Napalm am Morgen. Wir müssen rumschnüffeln, bis wir die Ratten finden. Dann geben wir Ihnen einen kleinen Löffel Ihrer eigenen Medizin. Ich weiß nicht, warum ich heute immer von Gerüchen spreche. Ich habe nicht. Okay, wir machen weiter. Und zwar wollen wir jetzt haben Geschütztürme. Der Schutzturm. 5 Stück willst du haben. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann nochmal hinterher. Und bau. Punkt ist erledigt. Dann montieren Sie die Raumschiff-Komponente gemütliche Kabine. Gehen hier rein. Übersicht.
eine gemütliche Kabine. Check. Wird gebaut. Dann sollen wir mitnehmen. Nuklearantrieb. Übersicht. Raketenantrieb ist hier der Nuklearantrieb. Bauen wir. Check. Dann sollen wir mitnehmen 3 Treibstofftanks und 3 Frachträume. Das heißt, wir gehen jetzt hin, gehen wieder hier rein. Frachträume, 3 Stück. Hatten wir ja eben auch gebaut. 1, 2, 3. Und diesmal sollen wir auch noch 3 von den Tanks machen. Gut, das läuft soweit. Besitzen Sie zusätzlich Vorräte 0 von 100%. Machen wir. Treibstoff im Tank 0 von 100% passt. Und dann starten wir die Mission mit 15 Crew an Bord. Das sollten wir auch hinkriegen. Gut, jetzt müssen wir halt warten, dass wir die Bauteile alle hingeliefert kriegen und dass unsere Leute dann auch arbeiten. Aber da denke ich mal, das sollte wieder recht schnell funktionieren. Wenn wir schon sehen, wir haben viel Uran und sowas alles hier liegen. Beobachten wir doch mal eben, wie schnell das denn geht. Die Kabine passiert noch gar nichts, aber die Frachträume sind schon dabei. Das ist ja gut. Und der Tank wird auch wichtig, aber ich denke mal, die Frachträume, die dauern am längsten. War das überhaupt rostiger Tank? Treibstofftank, ja gut. 3 Stück, passt. War ja jetzt egal welcher. Ich dachte, vielleicht können wir den anderen noch freischalten, aber nee, müssen wir in dem Fall nicht. Hier heißt es dann einfach nur kurz warten, bis wir die Teile zusammen haben. Jetzt arbeiten die wieder alle nicht. Wunderbar, ich freue mich so. Ich freue mich, aber das kriegen wir schon hin. So, die gemütliche Kabine wird dafür gebaut. Geld haben wir keine Sorgen mehr. Wir könnten uns aber mal ums Raumfahrtprogramm. Das war wenigstens noch ein bisschen was so nebenbei machen. Ich dachte, das wäre hier. Wo ist denn das Raumfahrtprogramm? Seht ihr, ich habe schon wieder gesagt, wir können das ja mal machen. Und jetzt weiß ich natürlich noch nicht mal mehr, wo das ist. Die Tropico-Farben wollen wir gar nicht haben. Ich habe eine Idee. Passt mal auf. Und zwar, wir machen noch was anderes. Wir schnappen uns nochmal hier dieses Hochhaus. Das kopieren wir. Und dann lassen wir die Arbeiter hier hinziehen. So, dann kriegen die hier noch ein bisschen Unterhaltung. Sowas wie ein Zirkus. So, damit die gar nicht so weit von der Arbeit weg müssen. Dann haben die vielleicht schneller wieder Bock zu arbeiten. So, wäre das nicht eine coole Idee, wenn das klappt? Wir brauchen hier Stahl. Warum haben wir keinen Stahl? Das ist eine gute Frage, ne? Wisst ihr auch nicht. Wir könnten das hier mal kurz pausieren, weil das ja Stahl verbraucht zu viel. Und das machen wir hier auch. So. Geld haben wir genug, ne? Dann sollen jetzt die Stahlwerke nur noch dafür produzieren. So, ein bisschen mehr Energie können sie auch verbrauchen. Keine Lust, dass wir da jetzt so Ewigkeiten dran festhängen. Aber hier ist wieder Stahl geliefert worden. Wunderbar. Und wie weit sind wir allgemein? Haben wir da schon... Guck mal hier. Der Antrieb steht schon. Wir können jetzt zugucken, wie die Rakete Stück für Stück gebaut wird. So. Baue Frachträume. Ja, da fehlen halt noch ein paar. Der erste ist aber fertig, ne, wenn ich das richtig sehe. Wir sind, genau, einer ist fertig. Der zweite wird gerade gebaut. Und guck mal, wie schnell das gerade geht. Es läuft mir die Nase die ganze Zeit schon. Das ist richtig schlimm. Ich muss mich mal ganz kurz muten und die Nase putzen. So, Entschuldigung. Aber ihr konntet ja weiter zuschauen, wie hier unsere Anzeigen hochgehen. Viel mehr mache ich ja auch nicht. Der Antrieb ist gleich durch. Und dann sage ich mal so... Der letzte Tank sollte dann auch zügig gehen. Hier haben wir auch schon... Ja, Treibstoff fehlt noch ein bisschen. Und jetzt müssen wir hier, genau, Mission zur Sonne. Darauf warten wir. Montiere Treibstofftanks. 1 von 3 sind drin. Wie groß ist denn das schon? Oha. Das wird ja ein Riesending. Die wird ja riesig. Guck mal, direkt das nächste Ding drauf. So, wo bauen wir denn die Tanks? Wird das hier drin gemacht? Ne, das ist der Antrieb gewesen. Tanks sind doch da hinten, ne?
So, dann werden noch die Tanks gemacht. Genau. Dann können wir hier gucken. Da brauchen wir nur Aluminium für. Ah, mal gucken, wo der dritte Tank dann hinkommt. Gleich werden wir es wissen, denn gleich sind wir durch. So. Ja, alle drei Tanks sollten theoretisch nicht begonnen. Was? Aber, achso, Frachträume, er ist umgesprungen. Okay, Frachträume brauchen wir. Das ist hier. Da haben wir auch genug Material, sollte also auch jetzt funktionieren. Dann muss er halt nur noch aufgefüllt werden, ne? Oh, nochmal Gummi. Ah, oh, gerade rechtzeitig Gummi geliefert, dass sie durcharbeiten können. Wunderbar, jetzt scheint das echt gut zu funktionieren gerade. Und? Bitte kein Eisenmangel mehr, kein Eisenmangel. Das schaffst du, das schaffst du. Komm. Und du arbeitest halt, du machst das jetzt alleine, okay? Sei nett, kein Urlaub mehr. Perfekt. So, ist erledigt. Besitzen sie zusätzlich. Das füllt sich gerade. 100%. Haben Sie Treibstoff im Tank? 99 von 100%. Ein. Auch erledigt. 50 Crew mit Übersicht. Wir müssen noch das Boarding beginnen. Und zwar brauchen wir hier 15 Leute. Check. Crewboarding beginnen. Derzeit zusteigende berechtigte Bürger einer. Wait. Was für Leute dürfen denn da jetzt nur zusteigen? Warte mal. Es sind noch nicht alle Kommunikationen an Bord. Das ist okay. Anbringen. Gewinnen Sie mehr berechtigte Bürger mit der Verordnung. Hört den Ruf. Können Bürger zum Einsteigen gezogen werden? Okay, das weiß ich. Aber wo kann ich jetzt diesmal festlegen, welche Leute eine Berechtigung haben? Hä? Sie sind meinen Anweisungen gefolgt. Gib mir mal das Geld. Warte mal. Vielleicht doch mal durchlesen. Guten Morgen, Präsident. Ich liebe den Geruch von Rache. Sei so freundlich, mir die Fersen digital unterdrücken zu befreien, mit den Typen so lange fest. Hier bin ich schon treu geblieben. Okay, die Überheblichkeit wird ein Verhängnis werden. Die Icarus sagt dabei nichts. Neues Ziel, die Sonne. Und sie müssen niemanden opfern, weil ich das Schiff fliegen kann. Zwei Vögel mit einer Rakete. Starten Sie dann im Arbeitsmodus. Mission zur Sonne mit 15 Crew an Bord. Ja. Sekunde. Ja, jetzt bin ich aber gerade selber sehr verwirrt. Ich sag mal hier Maximum. Wir brechen das Boarding nochmal ab. Ja, keine Ahnung. Derzeit nicht zugestiegen, berechtigt sind zwei. Dann gucken wir doch mal, weil wir können das ja hier einsehen, welche zwei das sind. Hey, Präsidentin, ich habe... Ich wüsste gerne, wer das ist. Grüße an die jungen Menschen von Tropico. Wir wissen, was ihr fühlt, Leute. Schließlich waren wir auch mal jung. Ja. Berechtigte Bürger 2. Wo steht das? Ich werde das in die Kommentare auf jeden Fall schreiben, weil das kriege ich auf jeden Fall raus, wenn ich es jetzt nicht mit euch rausbekomme. Ja. Ich würde die gerne mal sehen, weil dann kann man ja gucken, vielleicht warum sind die berechtigt. So, dafür muss aber einer. Nee, jetzt nicht, weil ich ein anderes Problem habe. So, erstmal hier ein bisschen mehr Strom erzeugen. Ich glaube, ich bin einfach nur blind. Insgesamt sind gerade drei Bürger berechtigt.
Aber wonach wird das aussortiert? Nee, das ist es nicht. Wie man ein Raumschiff baut, das weiß ich. Während der Weltraummission Reise zum Mars, nee, das ist es nicht. Crewkabine. Nee, da habe ich auch nichts eingestellt. Weil es sind halt echt nur drei. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Ich mach mal hier gebildete. Sind das vielleicht gebildete Leute, dass nur die dahinter? Irgendwas habe ich übersehen. Irgendwas habe ich übersehen. Was denn? Hilfe, schnell! Ist einer eingestiegen schon mal? Weil wenn der eingestiegen ist, ja, dann kann ich die Leute über den Tab anklicken. Hier Crew-Details. Und dann weiß ich, ich kann die auch diesmal nicht dazu kaufen. Dass ich so sage, die hole ich aus dem Ausland. Das hat er bestimmt in irgendeiner Sache gesagt und ich habe es mal wieder überlesen. Mit 15 Crew an Bord, ja. Ich werde es in die Kommentare auf jeden Fall drunter schreiben, damit ihr Bescheid wisst, worauf man da auf jeden Fall achten kann. So. Kaufen wir mal das, kaufen wir mal das. Ändert sich denn was? Ne, immer noch drei. Berechtigte Bürger insgesamt drei auf dem Weg zum Raumschiff, keiner. Wir machen das mal so. Wir können die ja über die Verordnung hier holen. So. Alle Berechtigten kommen jetzt instant hier hin. Das haben wir ja eben schon mal gemacht und das haben wir jetzt auch so eingeteilt. Einer ist an Bord, wenn ich das richtig sehe. So, das heißt, wir gucken mal nach. Drei sind an Bord. Position. Auf dem Weg zum Raumhafenkomplex. Okay, Flug ins Weltall, Aktivitäten. Ausländischer Spion. Alles klar, alles klar. Okay, wir senden ausländische Spione dahin. Jetzt müssen wir gucken. Da habe ich eine Idee. Wie wir ausländische Spione kriegen. Das können wir beschleunigen. Weil jetzt wissen wir ja, wie es geht. Und zwar brauchen wir dafür eine Spionageakademie. Damit fangen wir an. So, die wäre Nummer 1. Dann können wir nämlich hier Beobachtung starten. Die läuft da drüber. Die müsste also automatisch... Was ist das denn? Warte auf Piratenbucht. Sollte doch jetzt eigentlich, genau, startet gerade. Dann haben wir noch das Informationszentrum. Rollen von Passanten auszudecken, ja, das nehmen wir auch mal mit. So, kommt hier hin. Dann haben wir, wie gesagt, das Informationszentrum. Das befindet sich, glaube ich, auch als Regierungsgebäude hier. Nein, den will ich nicht haben. So. Und jetzt wäre das Drohnen-DLC praktisch wieder, denn da haben wir ja auch nochmal eine Möglichkeit gehabt, verborgene Rollen aufzudecken. So. Sie werden dann auch gewarnt, das bin ich da nicht ganz. Ja, passt. So, dann müssten wir jetzt auf jeden Fall die Leute schneller aufdecken können. Zwei sind an Bord, wir haben aktuell drei berechtigte Bürger, das verstehe ich mal wieder nicht. Doch, nur drei. Ich dachte, wir hätten schon ein paar mehr an Bord. Gut, wir müssen die Rollen aufdecken. So, aber das tun wir jetzt. Dann schauen wir mal, hat der Broker vielleicht was? Da gibt es ja auch noch Möglichkeiten. Ich bin mir gerade bei der Einwanderungsbehörde nicht sicher, ob die nicht auch noch einen Arbeitsmodus hatte, der dafür sorgt, dass wir verborgene Rollen erkennen. Dass verborgene Rollen jetzt einmal aufgedeckt werden. Perfekt. Offene Türen. Erhöht die Chance auf einmal mit Highschool, ist mir egal. Senkt die Einwanderungsrate, wollen wir nicht. Okay, passt. So, dann erlassen wir noch eine Verordnung. Dafür müssen wir aber eine Forschung starten, glaube ich. Und zwar die Strafkolonie. Dann kriegen wir nämlich mehr Leute. Und es ist eine hohe Chance, dass die irgendwie eine komische
Ansicht haben mit irgendwas. So. Haben wir jetzt ein paar mehr? Immer noch 3. Wir könnten ja die 3 erstmal hochschicken, weil dann haben wir schon mal ein paar Leute weg. 10 Rollen enthüllt. Wir gucken mal, ob eine dabei war. Das sehen wir ja jetzt, wenn wir die anklicken. 6, ja, es bringt was. Es bringt was. Also, wir machen weiter. So, immer weiter. Das ist jetzt der Weg, den wir gehen werden. Und zwar, bis wir die zusammen haben. 6, ja. Wenn wir jetzt immer 3 davon dazu bekommen, ist das doch schon mal ein guter Anfang. So, wir können das Gebäude aber mal kopieren. Setzen wir mal da noch eins hin. Hier unten am Hafen. So, Geld, gleich verteilte Beobachtung. Ja, da, die Spione ausspionieren. Check, genau das wollen wir machen. Genau das ist unser Plan. So, jetzt haben wir 9 entdeckt. Und wir werden dann gleich nochmal diese Verordnung erlassen, damit die instant hier rüberkommen. Das ist der way to go. Keine Ahnung, warum das nirgendwo stand. Oder ich das halt überlesen habe, vermutlich. Ja, jetzt müssen wir halt trotzdem warten. 10 haben wir erkannt. Ich warte jetzt, bis wir da die 15 haben. Und dann rufe ich die alle hier hin. Müsste aber gleich nochmal irgendwas abgeschlossen werden, womit wir dann nochmal welche haben. Da nochmal 10 Rollen entdeckt. Auf, wir kopieren das nochmal. Dann bauen wir nämlich hier hinten. Hier kann nochmal eins hin. Hier würde ich sagen auch, weil da fahren ja viele Leute vorbei. Dann überwachen wir hier einfach alles. Ja, ich glaube, dass wir auch deswegen diese Türme drumherum bauen sollten. Genau. Damit wir halt schnellstmöglich alles entdecken. So, 13 Berechtigte. 12 nur noch. Okay, einer will wohl doch nicht mehr. 13 wieder. Komm schon. Gib mir mal die letzten beiden jetzt. Ja, sobald das Schiff gleich durch ist, sollten wir es eh haben. Ja, da sind nochmal 10 entdeckt worden. Das heißt, jetzt einmal schnell die Verordnungen und dann hier nochmal. Hört den Ruf erlassen. Und jetzt müssten die sofort alle hier hinkommen. 9 Stück auf dem Weg, 10 auf dem Weg. Da fehlen immer noch 2 Kollegen. Ach, die anderen 2 wollen nicht. Sehe ich das richtig? Hier, ah, jetzt sind alle auf dem Weg. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dauert ein bisschen, bis sie das kapiert haben. Guck mal, wie viel Geld wir haben. Wir könnten noch eine zweite Rakete bauen. Wir müssen halt trotzdem warten, dass sie hier mal ankommen. Sehen wir sie denn irgendwo? Okay, das seht ihr auf... Da laufen sie. Also es könnten sie sein. Muss aber nicht. So, damit ihr sie besser erkennt, was hier los ist. Hier ist ja richtig die Party abgehen. Ja gut, mal gucken, was sie hier ankommen. Wo laufen die denn hin? Hä? Ist da auch ein Eingang? Ich frag mal lieber nicht, wo die hin wollen. Da laufen auf jeden Fall welche. Jetzt auch die Treppen hoch. Sehr schön. Geht also weiter. 7 Stück an Bord. 8 auf dem Weg. 8 an Bord. 9. 6 warten noch. Da sind die letzten 5 auf dem Weg.
Ich bin bereit, den Knopf zu drücken. Los. Vier noch. Drei. Ab wann zählen die als an Bord? Nicht, wenn sie da oben reingehen, ne? Ich glaube, wenn die das Gelände betreten. Zwei Stück fehlen noch. Einer noch. Aber mach keine Probleme mit dem letzten. Da kommt einer angelaufen. Der geht gerade rein. Und 15. Wir starten. Der Präsident hat dem Volk von Tropico heute versichert, dass die Lebensqualität auf unserem Archipel die höchste der ganzen Welt ist. Danke, hat er. Präsident. So, Rocket. Uno meldet, Tropico ist nicht die einzige Nation, die Kolonieschiffe zum Mars schickt. Es wurden andere Schiffe gesehen, die zur Venus und zu Jupitermonden fliegen. Hier spricht der Kapitän. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Bitte schnallen Sie sich an. Spiel gewinnen. Wir haben es geschafft. Wir sind am Ende angekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Sorry, dass ich danach suchen musste, aber am Ende, denke ich, haben wir es doch noch geschafft und vor allem gefunden, rausgefunden, wie wir sie schnell zusammenbekommen. Icarus 1, Start ist freigegeben. 3, 2, 1. Lift off. Spricht Ihr Kapitän. Was für ein sonniger Tag zum Fliegen. Die Kabinentemperatur erreicht bald angenehme 22 Millionen Grad. Keine Panik. Sie haben jetzt die Möglichkeit, zollfreie Ware zu kaufen, um Ihren unvermeidlichen Tod durch die Kraft der Sonne angenehmer zu gestalten. Danke, dass Sie mit uns fliegen. Ihr Auge im All ist online, Präsidente. Unser Spionproblem hat sich offiziell in Luft aufgelöst. Gut. Endlich ein bisschen Ruhe und Frieden. Nichts, das uns mehr ablenkt. Gar nichts. Präsidente? Ich warte, dass irgendwas passiert. Es ist nie vollkommen friedlich und still. Irgendwo läuft immer etwas schief. Tut mir leid, dass gerade nichts schief geht. Nun, wenn das so ist, dann fangen wir an mit... Ah, Präsidente, wir haben ein Problem. Oh, natürlich. Was ist los? Eine riesige Sonneneruption. Da, wo wir die Spione gebraten haben, eine riesige Welle kommt direkt auf uns zu. Ihr habt es geschafft, Präsidente. Der Sieg gehört uns. Ich meine, Ihnen.